Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Ludwig Bauer Biomedcenter Bayreuth. Im heutigen Video zeige ich Ihnen die Passage von semiadherenten Zellen. Genau wie adherente Zellen auch, wachsen die semiadherenten Zellen auf sogenannten Flasks. Der Unterschied zu den adherenten Zellen besteht darin, dass die semiadherenten nicht mit Trypsin von der Flask gelöst werden können, sondern mit einem sogenannten Zellschaber vom Boden der Flask gelöst werden müssen. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Video. Hier haben wir eine Flask mit subkonfluenten Rawzellen. Bei der Rawzell-Linie handelt es sich um semiadherente Mausleukämiezellen. Die semiadherenten Zelllinien können nicht, wie die adherenten, mit PBS gewaschen werden, da dadurch, durch diesen Waschschritt, bereits ein großer Teil der Zellen verloren gehen würde. Im ersten Schritt werden die Zellen mit dem Zellschaber von der Flask-Oberfläche abgekratzt. Wichtig hierbei ist, dass der gesamte Boden der Flask abgekratzt wird, da an den Stellen, die vergessen werden, sich Klümpchen, Zellklümpchen bilden könnten, die dann die Differenzierung fördern. Der Zellschaber kann zwischendurch immer im Medium gewaschen werden. Nachdem der gesamte Boden der Flask abgekratzt wurde, wird der Zellschaber verworfen. Der Boden der Flask kann jetzt noch einmal mit dem alten Kulturmedium gespült werden, um die letzten gar anhaftenden Zellen abzulösen. Da es sich bei den Rawzellen um eine sehr stark wachsende Zellart handelt, wird nur ein kleines Volumen weiter kultiviert. Die Zelllösung wird anschließend zentrifugiert. Der Rest der Zellen kann jetzt für Versuche verwendet oder, wie in unserem Fall, verworfen werden. Die Zelllösung wird anschließend für 5 Minuten bei 200 G und Raumtemperatur zentrifugiert. Nach der Zentrifugation befinden sich die Zellen im Zellpellet. Der Überstand enthält das alte, verbrauchte Medium. Dieser Überstand wird nun dekantiert, sodass sich im Tube nur noch das Zellpellet befindet. Dieses Zellpellet wird anschließend in frischem Proliferationsmedium resuspendiert. In unserem Fall, bei dieser mittelgroßen Flask, wird das Zellpellet mit 12 ml Medium resuspendiert. Wichtig hierbei ist, dass sich das Zellpellet komplett löst. Besonders hierbei sollte man auch wieder auf Zellklumpen achten, die sich nachher in der Flask differenzieren können. Nach der abgeschlossenen Passage werden noch die neuen Zelldaten und die Daten zur Passage auf der Flask notiert. Und das war's auch schon, die Passage von semiadherenten Zellen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen
Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.